Hallo, in diesem Video ein Nachtrag zur Treppennormalform. Ich hatte ja schon ein paar Beispiele gezeigt, was Treppennormalformen sind und was nicht. Und habe davon immer von diesen Einsen hier gesprochen. Und das hat scheinbar zu Verwirrung geführt, deswegen das hier nochmal ein bisschen nacherklärt. Wenn ich hier von den Einsen spreche, dann rede ich, also die Einsen, die diese Regeln hier erfüllen müssen, dann rede ich an der Stelle nur von den sogenannten Pivotpositionen. So, was sind diese komischen Pivotpositionen? Das sind die Pivotpositionen sind die, die die Treppe bei uns bilden. Also zum Beispiel, wenn wir hier eine 3x3-Matrix haben, sind das hier unsere Pivotpositionen. An dieser ersten Stelle, an dieser Stelle 2,2 und an dieser Stelle 3,3. Das heißt, die Einsen, von denen ich geredet habe, für die diese Regel gelten, wie gesagt, die sind nur die Einsen, die an den Pivotpositionen stehen. Alle anderen Einsen sind ganz normale Einsen, wie man sie als Zahlen kennt, und die müssen eben nicht so behandelt werden. Was bedeutet das konkret? Konkreter ist das, dass zum Beispiel das Ding hier in der Treppennormalform ist. Warum? Wir gucken erstmal für die erste 1 hier auf der linken Seite, dann gucken wir oben, stehen keine Zahlen, also Nullen. Links sind auch nur Nullen oder keine Zahlen, unten sind auch nur Nullen oder keine Zahlen. Und unter der Nullerreihe hier gibt es auch keine weiteren Einsen. Das heißt, diese 1 hier ist okay. Was ist mit dieser 1? Müssen dafür überhaupt diese Kriterien gelten? Die Antwort ist nein, müssen sie nicht, weil wenn wir von Pivotpositionen in dieser Matrix sprechen, sprechen wir von dieser hier und von dieser hier. Das heißt, was wir hier machen müssen, ist nur, wir gucken uns dieses Ding hier an, weil das auch auf der Diagonalen liegt, das ist die Diagonale, wo die Pivotpositionen liegen. Wir gucken uns diese 0 an und überlegen, okay, das ist keine 1, also müssen dafür auch diese Regeln nicht gelten. Das heißt, über dieser 0 darf durchaus eine 1 stehen, das ist kein Problem. Warum? Weil das hier eine 0 ist. Nur wenn an der Pivotposition eine 1 steht, müssen eben genau diese Regeln hier gelten. Deswegen ein paar Beispiele, mal so insgesamt. So, ähnliches Beispiel wie eben. Warum ist das eine Treppennormalform? Nein, ist es nicht. Warum? Weil wir haben hier unsere Pivotpositionen, diese zwei. Und für diese 1 gelten zwar alle Regeln, aber für diese 1 nicht, weil oberhalb dieser 1 hier kommt nämlich die 1 und die darf da nicht stehen. Also ist das hier keine Treppennormalform. So, mit schwarz durchgestrichen. Ist das hier eine Treppennormalform? Ja, ist es in der Tat. Warum? Wir haben alle unsere Pivotpositionen, die gucken wir uns an. Das hier ist unsere Pivotposition. Und die anderen Pivotpositionen existieren halt nicht. Und deswegen, wir sagen ja hier, okay, wir machen keine Angabe, was rechts neben der 1 stehen muss. Und rechts neben unserer Pivot 1 stehen eben nur normale Einsen, die uns nicht interessieren. Das heißt, wie gesagt, wieder das wichtige Kriterium, achso, wir können hier auch mal dazu schreiben, Treppennormalform, wieder das wichtige Kriterium ist, nicht einfach nur die 1, sondern die 1 auf der Pivotposition. Das habe ich im letzten Video nicht so ganz ausdrücklich, habe ich überhaupt nicht gesagt, glaube ich. Also das auf jeden Fall noch zu beachten. Warum ist das überhaupt im letzten Video so ein bisschen durchgerutscht? Ich mache das nochmal hier weg hier. Der Grund dafür ist, dass eine Treppennormalform in dieser Form, wie sie hier zum Beispiel steht, wo man nur Nullen und Einsen hat, das ist die Wunschtreppennormalform und das ist auch die, die man in der Regel haben will, weil daraus kann man dann viel einfacher bestimmte Sachen ablesen. Aber zum Beispiel sowas hier, was aber auch eine Treppennormalform ist, ist aber wieder schon ein bisschen schwieriger zu interpretieren, weil wir haben ja hier so zwei Nullen und im linearen Gleichungssystem, wo man das ja in der Regel benutzt, muss man dann ein paar Sachen mehr beachten, sag ich mal. Aber genau, vielleicht an dieser Stelle können wir auch nochmal sagen, das hier ist auf jeden Fall auch eine Treppennormalform. Ein anderes Beispiel, ist das eine Treppennormalform? 3, 2, 1, ja, es ist auch eine Treppennormalform. Warum? Wir haben unsere Pivotposition, das ist das hier. Und in unserem Fall wird die Diagonale ein bisschen mehr diagonal, also nicht einfach so, sondern sie verschiebt sich nach so. Das heißt, die zweite Pivotposition ist diese hier. Und wenn wir jetzt unsere Kriterien hier Wenn wir jetzt unsere Kriterien hier oben angucken, dann sehen wir natürlich wieder für die erste 1 passt es auf jeden Fall. Und für die zweite Pivotposition 1 hier an dieser Stelle passt es auch, denn oberhalb kommen nur Nullen, links davon kommen nur Nullen, unterhalb ist halt nichts. Und was jetzt mit der 2 hier an der Stelle, das ist ein bisschen, da muss man dann drauf achten. Wichtig an der Stelle ist, diese 1 hier bildet unsere zweite Pivotposition. Das hier ist in unserem Fall keine zweite Pivotposition und deswegen darf dann das hier beliebig sein. Warum darf das beliebig sein? Wie gesagt, weil das hier ist keine Pivotposition. Aber das hier ist eine Pivotposition und das hier ist eine Pivotposition. So, woran weiß ich jetzt, was eine Pivotposition ist? Warum ist jetzt hier das keine? Das stelle ich im Grunde immer bei einer Umformung selbst fest. Wenn ich versuche, eine normale Treppenform hinzukriegen. Was ist diese Treppenform? Ich mache mal hier so eine Treppendings. Normalerweise ist das hier, wie ich eben schon gesagt habe, hier oben. Das ist so der beliebigste Fall oder der schönste Fall, dass man eben dieses Ding hier hinkriegt. Und außerdem nur Nullen darstellen. Wir können ja hier mal so ein bisschen noch so machen. Jetzt kann es aber sein, dass ich das nicht hinkriege. Irgendwie, was auch immer ich tue mit dieser Matrix, da kommt keine 1 hin. Also ist die Treppe irgendwie ja nicht so, sondern das heißt, die Treppe ist ja irgendwie mehr so. Beziehungsweise,
wenn das hier dann, sagen wir, das hier sind alles Nullreihen, dann dürfen die ja gar nicht dastehen. Wenn ich jetzt eine TNF, eine Treppnormalform draus machen will, muss ich ja diese hier hochschieben. So, und dann muss ich natürlich das auch neu zeichnen. Und dann sieht unsere Treppe nämlich eben so aus, also ein bisschen anders als eben. Das heißt, ob das eine Treppennormalform jetzt schon ist und wo die Pivotpositionen stehen, erkennt man in der Regel erst, wenn man das dann am Umformen ist, so on the fly quasi. Und wenn man feststellt, wie hier zum Beispiel, okay, egal was ich tue, ich krieg halt irgendwie an diese Position hier unten, jetzt habe ich ein bisschen zu viel eingerahmt und jetzt ist da ein bisschen zu viel Farbe dran, wir machen das mal alles wieder weg hier. So, egal was ich tue, ich krieg einfach partout an dieser Stelle hier keine 1 hin, dann weiß ich, okay, dann ist das hier einfach keine Pivotposition. Oder um mal nicht so viele Fachwörter zu verwenden, die Diagonale geht nicht so. Das weiß ich dann. Sondern dann weiß ich, okay, die Diagonale muss irgendwie anders sein. Entweder, ah, es geht heute nicht, oder? Zum Beispiel so. Oder wenn ich eine beliebig lange Matrix habe hier mit ganz vielen Zahlen, dann kann die Diagonale auch so gehen, wenn zum Beispiel nur hier eine 1 steht und hier eine 1 steht. Oh, da habe ich jetzt eine 0 gezeichnet. Und hier eine 1 steht und dazwischen stehen nur Nullen, dann kann die Diagonale auch so gehen. Das kann auch eine Treppennormalform sein. Ist halt eine Treppennormalform, ups, mit einer sehr, sehr langen Stufe unten drin. Da kann man sich einfach so überlegen, das war falsch. So. So, ich hoffe, jetzt ist das an der Stelle noch ein bisschen klarer geworden. Punkt. Oh, Moment, ein Beispiel habe ich tatsächlich noch. So, ist das hier eine Treppennormalform? Nein, ist es nicht. Warum? Wir könnten doch sagen, eigentlich kann man doch sagen, okay, unsere Diagonale geht jetzt so hier durch. Gut, dann wäre es ja hier so, diese 1 hier, wenn das unsere Pivotposition wäre, dann müsste ja hier eine 0 stehen, ist nicht gegeben. So, wir stellen fest, okay, theoretisch kann noch die normale Diagonale unsere Diagonale sein. Also, was wir als erstes versuchen müssen, ist irgendwie diese 3 hier auf eine 1 zu kriegen. Und zwar mit Hilfe von dieser 2 hier. Und weil das geht, weil hier an dieser Stelle eben noch eine 3 steht und keine 0, das ist ein wichtiger Faktor, hier steht keine 0, sondern eine 3. Das heißt, hier kann man irgendwie noch eine 1 draus machen. Deswegen wissen wir, okay, die Diagonale könnte zumindest so aussehen. Was wäre jetzt zum Beispiel, wenn hier eine 2 stehen würde? Wir führen es einfach mal zur Treppennormalform weiter. Und zwar würden wir sagen, die zweite Zeile soll sich selbst einfach durch, soll einfach halbiert werden, so. So, und dann haben wir hier unsere Diagonale wieder. Und gucken natürlich, für die 1 gilt immer noch diese Regelung da oben. Und dann gucken wir uns jetzt an, okay, das ist unsere zweite Pivotposition, ist es nämlich auf der Diagonalen. Und dann stellen wir fest, okay, hier oben drüber sind ja noch Zahlen, okay, das hier oben müssen wir noch irgendwie wegmachen. So. Und dann kommen wir zu dem Ergebnis, dass das hier von dem Teil hier die Treppennormalform ist. Was haben wir eigentlich jetzt gerade gemacht? Wir haben einfach nur das Doppelte von dieser Zeile hier oben abgezogen. Das heißt, dann waren es hier die 2 und hier kam dann die minus 1 raus. Und dann haben wir hier wieder unsere Diagonale. Und für alle Einsen auf der Diagonale gelten wieder diese Regelungen hier oben. Also ist das hier unten auch in der Treppennormalform. Oh, da muss noch ein N dazwischen. So. Und das hier ist keine Treppennormalform und das hier ist auch keine Treppennormalform. Ein weiteres Beispiel, auch die Nullmatrix ist in Treppennormalform. Und auch so ein Konstrukt ist in der Treppennormalform, weil sich diese Diagonale mit den Pivotpositionen einfach um 1 nach rechts verschiebt. Entsprechend ist auch das hier eine Treppennormalform. Weil auch hier ist die Diagonale einfach hier oben. Das heißt, die erste 1, die links oben kommt, diesmal ist es tatsächlich eine 1. Es muss eine 1 sein. Die erste 1 bestimmt dann, wann die Diagonale losgeht, wo der Startpunkt ist. Und vor der ersten 1 kann man sich nur merken, das ist dann automatisch, wenn man hier diese Regeln beachtet, kann man sich merken, stehen auch nur Nullen. Genauso wie hier oben bei der Nullmatrix, da steht halt keine 1 und davor stehen nur Nullen. Und auch das hier ist die Treppennormalform. Die Diagonale geht in unserem Fall so. Boah, wieso geht denn das durch die 2 hier? Ja, so wird ein bisschen durch die 2 gehen, aber diese ist nicht gemeint. Diese Stelle und diese Stelle ist uns egal. Warum? Weil hier steht eine 0 und hier steht eine 0. Und unsere Treppe geht in diesem Fall nur hier entlang. Wir können das jetzt nochmal wegmachen, dann sieht man die Treppe auch wieder besser. So. Wobei dafür nur diese und diese Zahl hier wichtig ist.